Willkommen zurück, Pokémon-Freunde, bei Let's Play Pokémon Smaragd. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Metaross City und wir sehen jedoch, hier ist so ein Baum. Können wir den Zerschneider gut gebrauchen. Der Zerschneider kann hier eingesetzt werden. Das ist ja auch immer eine VM, die man relativ früh im Spiel erhält. Hier sehen wir kleine Zwillingsmädchen, die uns jetzt bestimmt zum ersten Doppelteam, Tag-Team, Whatever-Kampf herausfordern. Wir sind Zwillinge und kämpfen auch mit unseren Pokémon zusammen. So, eine Herausforderung von Zwillingen Gina und Mia. Samurzel und Loturzel werden in den Kampf geschickt. Und ich habe auch nur noch zwei Pokémon übrig. Ich sollte jetzt mich jetzt mal schleunigst ins nächste Pokémon Center retten. Gekabor, der Schorsch und Loturzel, der noch namenslose. Die noch namenslose treten hier an. Jetzt mal einen Ruckzuckhieb. Hier ist das Attackenarsenal noch recht begrenzt. Ich mache mal Heuler, weil so statusverändernde Attacken wie Silberblick oder Heuler, die gehen dann auf beide Gegner auf einmal. Also wird jetzt der Angriff von beiden Gegnern gesenkt. Aber das machen die natürlich andersrum genauso. Angriff von Gekabor sinkt. Und auch von Loturzel. Ah, macht jetzt Härtner. Zieht dann den Kampf natürlich in die Länge. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich gewinnen werde, weil Gekaboy fast doppelt so hoch ist vom Level. Ich mache immer eine Geistattacke. Mal schauen, wie viel das bringt. Ruckzuckhieb. Erstauner. Oh, macht ja doch passablen Schaden, aber das andere Loturzel heult uns hier weiter die Ohren voll. Unsere Angriffswerte gehen runter. Aber das Samurzel schreckt zurück. Das war wohl ein Effekt von dem Erstauner. Ich mache jetzt mal einen Pfund auf den Samurzel und dann ist es jetzt gleich hoffentlich ein Two-on-One-Handicap-Match, wie man es so schön sagt. Erstauner und Pfund. Da hat er doch nicht mehr viel. Es sei denn, er hat jetzt irgendeinen Trank oder so am Start. Aber der Loturzel, der zieht das eiskalt durch. Der heult uns hier weiter voll. Und senkt unseren Angriff. Samurzel versucht, sich Zeit zu verschaffen, indem er Härtner einsetzt. Aber ich denke, er wird jetzt das Feld verlassen. Ruckzuckhieb. Da ist er weg. Samurzel wurde besiegt. Jetzt haben wir hier ein Two-on-One-Match. Loturzel erreicht Level 7. Und es lernt Absorber. Jetzt können wir beide Absorber anbringen. Ich weiß nicht, wie viel das bringt, Pflanzenattacken gegen Pflanzen-Pokémon zu zeigen. Aber ich glaube, Loturzel ist so eine komische Kombo. Ich glaube, Wasser und Pflanze ist es. Probier's mal. Ja, ist relativ effektiv. Der relativ viel Schaden. Es ist zumindest nicht effektiv. Können wir uns hier nochmal unseren Tank ein bisschen voll machen, bevor wir die nächste Stadt erreichen. Wir müssen mal dringend ins Pokémon Center. Oh, er macht Erstauner gegen Gekabor. Das bringt jetzt nicht viel. Haben wir noch einen Ruckzuckhieb. Noch ein Absorber. Ich denke, nach dem Ruckzuckhieb ist hier Feierabend. Jawohl, haben wir doch gewonnen. I am the Tag Team Champions. I am the Tag Team Champions. So, Gekabor erreicht Level 12. Loturzel erreicht Level 8. Spieler besiegt Zwillinge Gina und Mia. Wir haben zusammen gekämpft und auch zusammen verloren. Pips gewinnt 144 Poké-Dollar. Wir werden unsere Pokémon trainieren und dann gewinnen wir. Dann viel Erfolg, werte Damen. So. Metaross City, kurz bevor. Hier haben wir irgendeinen Angler. Warum soll ich ein Geheimnis daraus machen? Ich bin der Wasser-Pokémon-Experte. Wie? Du kennst mich nicht. Oha, ich dachte, er kämpft nicht mit uns. Der erzählt einen Schwung aus seiner Jugend, aber eine Herausforderung von Angler Angelo. Carpador wird in den Kampf geschickt. Ja, schimpft sich hier Experte und setzt Carpador ein. Carpador ist ja mittlerweile auch schon fast ein Meme im Internet. Carpador benutzt Platscher und nichts passiert. Das ist ja schon ein geflügelter Ausdruck quasi geworden. Und gegen so ein Wasser-Pokémon kann er natürlich so eine Pflanzenattacke hier durchbringen. Kann Gekabor seinen Energievorrat komplett voll machen. Noch nicht ganz, aber jetzt wahrscheinlich weiter auf Wasser-Pokémon setzen, da bin ich mit meinen Pflanzen-Pokémon ja gut gegen gewappnet und es geht weiter mit dem nächsten Carpador. Was jetzt aber ein Level höher ist. Ich mache aber nochmal einen Absorber, dann dürfte das auch schon wieder gewesen sein für ihn.
Natürlich, wenn er irgendwann Garados hat, dann vergeht einem das Lachen. So, Gekka baut volle Energie. Jetzt geht es auch schon langsam mit den Erfahrungspunkten eher schleppend voran, jetzt wo wir ein höheres Level haben. Nicht in jedem Kampf hier ein Level. So, und es gibt nochmal das dritte Karpador. Das hat jetzt auch Level 7, nochmal ein Level mehr. Dann gibt es noch einen Absorber und dann war es doch ein relativ einfacher Kampf. Einfacher geht es ja eigentlich kaum. Nur drei Attacken, drei Gegner besiegt. Energie voll gemacht. Ein paar Erfahrungspunkte gesammelt. Spieler besiegt Angler Angelo. Ich dachte, ich wäre gar nicht so schlecht, aber ach Mist. Fips gewinnt 280 Pokédollar. Schön, schön. Über das Angeln habe ich glatt das Training meiner Pokémon vergessen. So, ein paar Beeren hier. Ernten. Fühle ich mich doch wie bei Harvest Moon. Zwei Yonagro-Beeren. Was auch immer die bringen mögen. In die Tasche. Was hat denn die Oma hier noch zu erzählen? Wenn du Beeren siehst, die im Lehmboden wachsen, pflücke sie ruhig. Aber pflanze eine neue Beere an der Stelle. Das ist einfache Höflichkeit. Hier, das ist für dich. Meine Maronbeere erhalten. Danke, danke, werte Dame. Du siehst aus wie ein Trainer. Du bist auch einer. Stimmt's? Trainer geben ihren Pokémon manchmal Beeren zu tragen. Es liegt an dir, ob du Beeren pflanzt oder verwendest. Oh, wenn die mich schon auf diese... darauf hinweist, dann kann ich auch hier wirklich mal was pflanzen. Dann fühle ich mich noch mehr wie bei Harvest Moon. Kann ich sie ja... Ich pflücke zwei, pflanze eine. So geht das dann voran. Ich pflanze hier mal eine Sinelbeere. Kann ich, wenn ich hier nochmal herkomme, die Früchte meiner Arbeit ernten. Eine Pirsifbeere. Keine Ahnung, was diese ganzen Beeren genau bringen. Kann ich ja eigentlich mal nachlesen. Und eine Amrena-Beere. Wachst, meine Süßen, wachst! Ach, das ging ja schnell. Da sind wir ja schon in der Stadt. Sieht ja nach einer größeren Stadt aus. Metaross City. Diese Stadt steht im Zeichen der Integration von Natur und Wissenschaften. Wo ist das Pokémon Center? Ah, hier. Schwester Joy. Einmal volltanken, bitte. Nein, einmal Pokémon komplett heilen. Das ist nötig. Wie viel habe ich denn gerade? 5? Ich glaube. Jupp. Hält sich noch alles in Grenzen am Anfang. Habe ja auch noch keinen einzigen Orden. So. Was hat er mir hier zu erzählen? Es gibt männliche und weibliche Pokémon, aber niemand kann sagen, worin der eigentliche Unterschied liegt. Der Mann nebenan hat mir eine VM gegeben. Ich habe meinem Pokémon beigebracht, damit kleinere Bäume zu zerschneiden. Das ist ja cool. Hier scheint es dann echt schon Zerschneider zu geben gleich. Mein Pokémon hat ein naives Wesen und das meines Freundes ein fröhliches. Es ist faszinierend, dass Pokémon unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Gutes Stichwort, kann ich mal checken, was meine so für ein Wesen haben. Käthe ist lasch. March ist auch lasch. Alle lasch hier, oder was? Schorsch ist forsch. Der forsche Schorsch. Zickzacks ist hart. Der Hans... Hans, der harte Hans. Und Loturzel ist hitzig. Ein Wasser-Pokémon, was hitzig ist. Ja, ja. Der forsche Schorsch. So. Erkunde ich doch mal ein bisschen die Stadt hier. Hallo. Der alte Seebär Mr. Brack lebt in einer Hütte am Meer. Da war ich doch schon. Er geht sehr oft in den Tunnel spazieren. Pokémon-Markt gucken. Bisschen Geld ausgeben. So. Mein Pokémon hat sich entwickelt. Es hat jetzt sehr viele KP. Ich sollte nun einige Supertränke anstelle der normalen Tränke kaufen. Ich habe ein Fluchtseil besorgt, falls ich mich mal in einer Höhle verlaufe. Damit kann ich zurück zum Eingang der Höhle gelangen. Ich habe einige Paraheiler und etwas Gegengift gekauft. Nur für den Fall, dass mir ein Knilz im Blütenburgwald über den Weg läuft. Willkommen. Kann ich dir helfen? So. Pokébälle, wie viel habe ich denn noch? Warum steht das hier nicht daneben? Ich kauf mal zwei Tränke. Ach, hier steht das. Ich habe noch drei, kaufe ich noch zwei. So. Pokébälle, wie viel habe ich davon? Ach, okay, davon habe ich noch 17. Davon habe ich jetzt erstmal mehr als genug. Alles andere kaufe ich mir mal nicht. So. Ein bisschen in der Stadt rumlaufen. Was ist das hier für ein Knast?
Hallo? Die Angestellten der Devon Corporation leben in diesem Haus. Okay. Eneko, ja. Gibt's hier die VM oder wie war das? Was war das für eine Firma? Auch ein bisschen spartanisch eingerichtet hier alles. Mein Papa arbeitet für die Corporation. Mein Papa hat dies gemacht. Ich kann damit aber nichts anfangen, daher schenke ich es dir. Premierball erhalten. Cool. Das ist irgendein spezieller Pokéball, was auch immer der jetzt genau bringt. Mein Papa arbeitet für die Corporation. Wenn ich groß bin, werde ich auch für die von arbeiten. Du Horst, wenn ich groß bin, möchte ich auch für die Corporation arbeiten. Spießer. So, Premierball, ach, da habe ich ja zwei von. Seltener Ball, der als Reminiszenz an irgendein Ereignis. Was er jetzt genau bringt, weiß ich nicht. Aber ich habe schon mal zwei davon. Vor langer, langer Zeit war Devon eine kleine, überschaubare Firma. Was die Inneneinrichtung angeht, ist sie das immer noch. Aber immerhin kriegt man die Pokébälle geschenkt. So, oberstes Stockwerk. Ist das hier der Chef? Der Präsident von Devon sammelt leidenschaftlich gerne seltene Steine. Wo ist denn der Präsident? Ich glaube, der Sohn des Präsidenten sammelt auch seltene Steine. Ist das hier der Sohn? Na, wahrscheinlich nicht. Sonst wird er ja nicht so reden. Ja, irgendwie gibt es hier gerade nicht mehr viel. Dann gehen wir nochmal raus. Ein bisschen auf der Straße rumlaufen. Ein paar Leute anquatschen. Und in ein paar Gebäude gehen. Hey. Na, ihr Kleinen, was gibt's hier? Wenn ein Pokémon Erfahrungen im Kampf sammelt, kann es vorkommen, dass es irgendwann sein Aussehen verändert. Ein Pokémon verändert sein Aussehen, wenn es das tun würde, wäre ich zu Tode erschrocken. Nennt sich doch Entwicklung, meine lieben Kinder. So, was ist das hier für ein Haus? Meinen eigenen Pokémon habe ich perfekt passende Kosenamen gegeben. Das ist mein Ausdruck von Originalität. Genau, Originalität. Ja, wo ist denn der Spitzname? Pikachu. Ah, ganz original, ganz originell, du. Aber ein Pikachu einfach Pikachu zu nennen, das haut einen nicht gerade vom Hocker. Ich glaube ja auch, man sollte einen leicht verständlichen Kosenamen wählen. Aber irgendwie, ja, sowas wie Schorsch. Deswegen will ich jetzt den Namen hier irgendwie umstellen. Ist das hier? Riesen-NES? Nein. Fatih würde dieses Programm gefallen. Ich glaube, Fatih würde jedes Programm gefallen. Ich beeile mich besser. Gucken alle Leute irgendwelche Sexfilme hier im Fernsehen. Oh, ein Pokéball. Dafür brauche ich aber wahrscheinlich auch Zerschneider, aber das werde ich ja hier in diesem Ort wahrscheinlich irgendwo kriegen. Hallo. Pokémon Trainerschule. Wenn ich in diese Schule gehe, werde ich später seltene Pokémon fangen können. Das war eine Frage. Pokémon Trainerschule. Wir bringen dir alles über die Pokémon bei. Weißt du das schon? Du kannst auch an 2 gegen 2 Kämpfen teilnehmen, wenn du allein unterwegs bist. Triffst du auf 2 Trainer und hast mindestens 2 Pokémon dabei, werden sie dich beide herausfordern. Ich finde es total cool, wenn man allein 2 Trainer besiegt. Meinst du nicht? Been there, done that. So. Ich kann nochmal in die Trainerschule, hier noch ein bisschen was lernen. Oh, ihr Streber, was gibt's denn hier? Hallo? Haben wir uns die schon mal gesehen? Ich glaube, das war in Blütenburg City. Ich will mich mal vorstellen. Mein Name ist Scott. Ich reise durch die Lande auf der Suche nach herausragenden Trainern. Genauer gesagt bin ich auf der Suche nach Experten des Pokémon-Kampfes. Was machst du in dieser Trainerschule? Bist du auch ein Trainer? Als erstes solltest du einem Pokémon die Attacke Zerschneider beibringen. Und wenn ich mich recht erinnere, besitzt einer in diesem Ort Zerschneider. Ja, ich bin auf der Suche danach. Pokémon können Items tragen, aber sie wissen nicht, was sie mit Items von Menschen wie Trank oder Gegengift machen sollen. Ein Pokémon, das eine Beere trägt, wird sich selber heilen. Es gibt viele Items, die ein Pokémon tragen kann. Junge, Junge, ist das alles schwer zu merken. Mehr Zwillinge. Ich tausche gerade mit meinem Freund Pokémon. Okay, ist doch nur sein Freund, der haargenauso aussieht. Ich wollte schon immer einen Samurzel haben und endlich habe ich eins. Weißt du, wie man mit einigen Pokémon-Attacken ein Pokémon verwirren kann? Ein verwirrtes Pokémon wird manchmal sich selber verletzen, ohne es zu wollen. Aber sobald es aus dem Kampf genommen wird, ist es wieder normal. So, was hat hier der Lehrer zu erzählen? Ey, geht einfach weg hier. Schüler, die nicht aufpassen, bekommen eine Flinkklaue zu spüren. Wenn du, wie du dieses Item einsetzt, zeigt, ob du ein guter Schüler bist oder nicht. Flinkklaue erhalten. Kannst hier die Schüler nicht mit der Klaue hauen, Opa hier. Das sind keine Maßnahmen hier. Was bringt denn die Flinkklaue? Ein Pokémon, das die Flinkklaue trägt, steigert seine Schnelligkeit und greift eventuell schneller an als sein Gegner. Es gibt noch viele andere Items, die von einem Pokémon getragen werden können. Du kannst also noch viel lernen. Auf der Tafel sind die Statusveränderungen von Pokémon aufgelistet. Welches Thema möchtest du lesen? Gift.
Wenn ein Pokémon vergiftet wurde, wird es ständig KP verlieren. Die Auswirkungen des Giftes halten auch nach dem Kampf an. Die KP eines vergifteten Pokémon werden auch unterwegs weiter sinken. Mit einem Gegengift kann das Pokémon geil werden, aber ich denke mal, das wissen die meisten, die sich das hier angucken. Deswegen lese ich mir das jetzt nicht alles durch. Ich will jetzt Zerschneider haben hier, los. Gibt's Zerschneider? Sag du es mir. Achso, mit dem habe ich ja schon geredet. Zerschneider! Ich glaube, da muss ich in die Arena. Bla 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 bla. So. Sieht mir jetzt nicht nach der Arena aus. Wo ist die Arena? Sagt's mir. Felicia, die Arena-Leiterin. Ah, es geht ja schon mal in die Richtung. Weiß wirklich eine Menge über Pokémon. Und sie ist sehr stark. Die Trainerschule ist hervorragend. Wenn du dort lernst, kannst du später sogar Arena-Leiter werden. So. Komm, Leute, ich habe keinen Bock jetzt mit... Ich hab Bock länger zu warten. Ich will in die Arena. Gesteinliebhaberin und ihre Schüler. Da bin ich natürlich mit dem Pflanzen-Pokémon gut bedient. Hast du schon die Herausforderung der Pokémon-Arena angenommen? Ich glaube, wenn sie den glänzenden Orden der Arena in der Hand halten, wird den Trainern klar, was von ihnen verlangt wird. Speichere ich. Und was ich in der Arena erlebe, wird ihr im nächsten Teil sehen.